Moin Leute, Gottpriester ist mit wahrscheinlich der letzten Battlefield 1 News zurück. Da stimmt mich etwas traurig. Im Hintergrund laufen alle Codex-Einträge, die seit dem letzten Update neu dazugekommen sind. Das soll gleichzeitig nochmal eine Ergänzung zu meinem Video alle Codex-Einträge sein. Beinhalten tut das die Codex-Einträge Maschinenpistole MP18, Pistole M1911, die Wales-Klinge, die Sichel, Burton-LMR, Maschinenpistole M1919, MLR-1903 erweitert, Schockoperation und der Peacekeeper. Das ist halt für Leute gedacht, die immer die Beschreibung und die Bilder sehen wollen. Gerade die 500 Kills für die Elite-Codex-Einträge dauern ja etwas länger. Für den Peacekeeper-Revolver gibt es nicht nur einen Codex-Eintrag, sondern auch noch eine Doc-Tag namens Eine Wachen. Darauf steht auf Latein, tut es satis bonus, was sie sind ziemlich gut heißt. Freispielen könnt ihr die Erkennungsmarke, indem ihr den Peacekeeper Revolver freischaltet und damit 100 Kills macht. Danach taucht die Erkennungsmarke auf der Rückseite unter verschieden auf. Bei der Route zu Battlefield 5 befinden wir uns zurzeit in der Stufe 2. Ich vermute, dass es mindestens noch eine dritte und vierte Stufe geben wird. In der ersten Stufe konnten wir zwei Doc-Tags erspielen. Das war einmal Fleur de Lys und Brigand. In der Stufe 2, die wir aktuell haben, kommt noch Verformt dazu. Und ich vermute, dass dann in der dritten Stufe noch die letzte Doc-Tag Vorbote kommt. Der aktuelle Stand bei den Battlefield 5 Waffenskins sind im Moment zweimal Aras für zwei unterschiedliche Waffen. Es wird voraussichtlich doch noch ein Patch für Battlefield 1 kommen, da sich einige Fehler im Juli-Patch implementiert haben. Wann der genau kommen wird, steht noch nicht fest. Es sollen aber zwei größere Änderungen kommen. Das ist einmal im Menü Basic Rider, der neben dem Minimap Rider ist. Da können wir jetzt mehr Farben für das Wagenkreuz einstellen und wie durchsichtig das Wagenkreuz werden soll. Die Weltsymbole, wie zum Beispiel Flaggen, können unter dem World-Icon größer oder kleiner gemacht werden oder transparent oder komplett ausgeblendet werden. Dadurch habt ihr einen besseren Blick auf Soldaten und Ziele, die dadurch halt nicht mehr so arg verdeckt werden. Ansonsten werden bei Schockoperationen die Map Loop gepasst, Seebrug und Preis der Terror angepasst. Gerade bei Loop gepasst hat man als Angreifer ja extrem schwer, die erste Flagge einzunehmen, das wird entschärft. Und das gleiche trifft natürlich bei Seebrug für die Angreifer auch zu. Ansonsten werden voraussichtlich im August-Patch noch einige weitere kleine Bugs gefixt, was meiner Meinung nach aber nicht der Rede wert ist. Ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, bei Road to Battlefield 5 weiterhin teilzunehmen. Wer jetzt gerade im Urlaub ist, sollte sich wenigstens alle 2 bis 3 Wochen einmal einloggen und schauen, was es Neues gibt und gegebenenfalls dann die Skins freischalten und abholen. Wer bei Amazon was kaufen will und an mich denkt, der kann an jedem Video unten den Link zu Amazon finden. Wenn ihr darauf klickt, bekomme ich einen kleinen Prozentsatz, wenn ihr was kauft. Euch entstehen dadurch keine Mehrkosten. Ihr könnt das verlinkte Produkt kaufen oder ein eigenes über die Suchmaske suchen. Ich bedanke mich schon mal für alle, die bisher hier geschaut haben. Ich wollte mich in diesem Zusammenhang nochmal bei all meinen Abonnenten bedanken. Im nächsten Video gibt es wieder ein kleines Fun-Video. Euer Goldpriester. Ciao.